Es gibt ja den sogenannten Home Bias. Das bedeutet, Leute investieren nur in ihrem Heimatland, also im schlimmsten Fall in Deutschland, und verpassen dann die schönen Renditen, die im Ausland möglich sind. Denn ist ja klar, guck mal, während du mit dem DAX, also dem deutschen Aktienindex, in den letzten 5 Jahren eine Rendite von, sagen wir mal, 0% gemacht hast, sind dir die 54% im S&P 500 in der Wirtschaftsmacht USA durch die Lappen gegangen. Und wenn du nicht in das absolute Wirtschaftswachstumswunder China investiert hast in den letzten 5 Jahren, also dem Place to be, weil nirgendwo ist das Wachstum so groß wie dort, dann hättest du auf amtliche minus 7% Rendite verzichtet. Musst du also bei jedem Wutz mitmachen oder darfst du auch mal ein bisschen mögliche Rendite dankend ablehnen? Schauen wir mal. Na okay, vielleicht war ich mit dem 5-Jahres-Zeitraum etwas unfair. Wir wollen ja langfristig investieren. Schauen wir mal grob auf 27 Jahre. Shanghai Composite, da wärst du Early Bird mäßig mit plus 342% dabei. Und der DAX liegt sogar bei 488%. Und claro, der S&P liegt hier trotzdem vorne mit 813%. Naja, Bautzi. Was hältst du davon, wenn man als Investor bewusst auf bestimmte Investments verzichtet? Beispiel, jemand investiert nur in Deutschland oder EU und verzichtet auf jegliche US-Aktien. Die Frage hat mir Lord Keks gestellt und ich wollte da doch glatt mal ein Video zu machen, denn davon halte ich sehr, 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 sehr viel. Denn auf Rendite zu verzichten, kann dein Risiko massiv verringern und darum sollte es gehen. Wenn du obergeilen Renditen hinterherrennst, kann es schnell passieren, dass du dich von Hype zu Hype hangelst, aus Angst etwas zu verpassen und am Ende bist du im schlimmsten Fall immer der, der zu viel bezahlt hat. Deshalb sagen ja auch Investorenlegenden wie Warren Buffett oder Peter Lynch, dass du nur in Sachen investieren sollst, die du verstehst, beziehungsweise mit denen du dich richtig auskennst. Bist du Bauer? Dann kennst du dich mit Düngern oder landwirtschaftlichen Geräten aus. Und dann schaust du dir diese Unternehmen an. Das nur als Beispiel. Denn dann hast du nämlich sogar einen Vorteil, denn du weißt ganz genau, was gut funktioniert oder gerade die Branche revolutioniert und musst nicht jedem Hype hinterherrennen. Und ja, der Hype kann auch geografisch sein. Seit Jahren hört man ja, das Wachstum in China ist so extrem und dort muss man investieren, wenn man nicht abgehängt werden will. Überall, sonst geht es doch nur noch den Bach runter. Ich will jetzt hier kein China-Bashing machen. Darum und um die ganzen politischen Risiken, die damit einhergehen, soll es in diesem Video nicht gehen. Dazu habe ich ja schon einige andere gemacht. Es gibt auf jeden Fall obergeile Investoren, die eigentlich nur in ihrem Heimatland investieren. Bill Ackman investiert zum Beispiel nur in US-Unternehmen und auch Warren Buffett zum größten Teil. Ausnahmen bestätigen hier die Regeln, aber Ackman hat das mal bestätigt in einem Interview. Es gibt in den USA genug gute Unternehmen und es sei leichter, dort auch wirklich vor Ort zu verfolgen, wie es aussieht und um das Geschäft bestellt ist. Da tut er sich den Struggle nicht an, noch in andere Länder oder Kontinente zu fliegen. Viel zu stressig, das alles zu beobachten. Witzig, Bautzi. Bill und Warren haben ja gut reden. Die sitzen ja schon in einem Land mit dem geilsten Wachstum der letzten Jahre. In Deutschland sieht das dann ja ganz anders aus. Mitnichten, da gebe ich dir gleich mal noch zwei Beispiele. Außerdem haben wir ja schon auf den Langfristcharts der Indizes gesehen, dass China und Deutschland da ja nun auch nicht schlecht aussahen. Es geht dabei doch einzig und alleine darum, womit du dich wohlfühlst. Merk dir eins, investieren ist kein Wettlauf, kein Wettkampf. Du musst keinen Index schlagen, es ist Wauts egal. Der einzige Index, den du schlagen musst, bist du. Du bist die Benchmark. Das bedeutet, du sorgst dafür, dass du in 10 Jahren mehr Geld hast als heute. Und dass du etwas anderes dafür tust, als Lotto zu spielen. Du investierst noch gar nicht, machst 0% Rendite im Jahr, dann kaufst du jetzt einen langweiligen Dividendenaristokraten. Der läuft nur seitwärts, zahlt dir aber 3% Dividende im Jahr. Obergeil! Du machst jetzt 3% mehr als dein 0% Vergangenheits-Ich. Und wenn es dich beruhigt, auch noch 3% mehr als all deine 0% Rendite-Freunde, die nicht mal investieren und darauf baust du jetzt auf. Ein Homie hat mir mal erzählt, dass sein Opa ihn an das Thema Aktien herangeführt hat und der schon immer irgendwie Aktien gekauft und gehalten hat und das dann an die Kinder und Enkelkinder weitergegeben hat. Und das ist natürlich obergeil.
Denn das hat ordentlich was ins Rollen gebracht. Das Einzige, was der Enkelsohn rückwirkend an Opi bemängelt hat, war, dass der ausschließlich deutsche Aktien gekauft hat. Da wäre mehr drin gewesen. Ja, mag sein, aber who cares, wenn sich der Opa genau damit wohlgefühlt hat. Oder die Omi von einem weiteren Freund hatte einst, schon im recht hohen Alter, einiges an Kohle von ihrem Mann geerbt. 1 Million und ein paar zerquetschte. Und Omi hatte selber die Idee, man müsse doch etwas mit dem Geld machen, investieren. Und so schaute sie nach Unternehmen und fuhr dann dahin und sagte, ich guck mir das alles ganz genau an. Welche Maschinen haben die da stehen? Welche Reserven? Wie sieht es beim Unternehmen aus? Wenn hier alles den Bach runtergeht, welche Werte sind dann da? Wenn man die dann veräußert, was bleibt dann noch übrig? Und ja, genau das ist investieren. Und so wurde Omi zur Value-Investorin. Und wenn Omi nun mal gerne selber vor Ort schaut, wie die Lage ist, dann investiert sie halt nur in Deutschland, wenn sie denn dann gut schlafen kann. Dazu dann nochmal ein kleiner Filmtipp. The China Hustle, wie irgendwelche Shortseller auch mal nach China fliegen, um sich da Unternehmen anzuschauen und dann arbeitet dann da in vielen Fällen einfach niemand. Also kann man vielleicht was von der Omi lernen. Welche Unternehmen es bei Omi und Opi genau waren, kann ich nicht sagen. Aber nehmen wir mal an, sie haben einfach stumpf den DAX gekauft. Dann stehen beide heute mit 488% da. 488% mehr als die Großeltern, die nicht mal nur in Deutschland investiert haben. Und überhaupt mehr als ein Großteil der Deutschen. Denn 2021 war nur jeder sechste Deutsche über 14 in Aktien, ETFs oder Fonds investiert. Hoffe, du gehörst dazu und arbeitest an deinen eigenen Finanzen. Falls du einen kleinen Hund haben möchtest, der dir dabei gelegentlich gut zuredet, dann abonnier mal den Kanal. Und wenn du doch noch hören willst, wie ich gegen China-Aktien wettere, dann zieh dir doch nochmal mein Video rein über die Aktien, zu denen ich auf jeden Fall Nein sage. Das war's von mir, deinem Wall Street Wauzi, aka The Wauz of Wall Street, aka Wauz Charles I. Peace out!